Heute zusammen. Willkommen zu unserem Video. Wir sind heute am Altnacher See. Es ist mega schönes Wetter, sonnig, die ersten Fische sind schon da. Und heute, was machen wir? Wir gehen auf Hecht. Genau. Und es ist übrigens mein erstes Mal mit dem Boot. Ich habe keine Ahnung, was auf mich so alles zukommt. Bin mega gespannt, habe auch ein bisschen Respekt vor dem, aber egal, das kommt schon. Das kommt schon gut. Gut, ja? Also, let's go. Gut. Wir sind jetzt beim ersten Spot angekommen. Ui! Wie lange habe ich schon nicht gefischt? So kurz. So, ich wechsle jetzt auf einen ein bisschen größeren Köder, auf einen Pickshad. Mal schauen, was da läuft. Aber auch mal, seit wie vielen Jahren seid ihr hier fischen? Weil, also ich bin ja eben das erste Mal. Aber du, ich glaube, du bist schon Profi hier, oder? Also wir sind hier seit etwa 7 Jahren schon. 7 Jahre? Mhm. Und diesen Spot haben wir hier neu entdeckt. Hier wird gerade etwas gebaut, also so Kieszeugs, keine Ahnung. Und hier haben wir gerade letztens einen 90er Hecht rausgeholt. Und zwar hat das ein Kollege gefangen, er war das erste Mal, also wie du auf dem Boot und überhaupt das erste Mal fischen. Und hat gleich einen 90er gefangen. Boah. An diesem Spot hier. Ich weiß doch nicht, Nika. Oh ja, was hat der Ja, nein. So, jetzt haben wir beide Köder gewechselt. Ich habe so einen, ja, der ist jetzt nicht da, mega hübschen Lila mit Glitzer. Und Amar hat Metall. Voll also spannend. Ein Spinner. Genau, also. Oh, der ist weg. Das Problem ist heute, wir können irgendwie nicht in die Bucht rein, weil es hat zu viele Fischer. Heute ist Ostermontag und alle haben, wie es aussieht, frei. Also du hast ja, ja selber gesehen, alle Spots sind irgendwie besetzt. Ja, ist alles. Und in der Bucht sind sogar 2 Boote. Ja.
Also der hat gar keinen Platz mehr zu. Wie lange fischst du schon? Also ich weiß nicht, glaube ich, das ist das fünfte Mal in meinem Leben vielleicht. Ungefähr so. Also ich glaube, ich habe unter 10 Mal. 4, 5. Kommt etwa hin, ja. Also ich bin schon öftermals mitgekommen, aber so wirklich gefischt habe ich wirklich nur. Vermutlich ist es das fünfte Mal. So, jetzt machen wir endlich mal eine kleine Pause. Es gibt Kaffee, Tee und Kekse, Schokolade, so alles mögliche, so Snacks. Bis jetzt waren wir leider nicht erfolgreich mit Fischen. Und die Gründe haben wir eigentlich schon genannt. Es hat sehr viele Boote hier und alle haben frei und irgendwie ist auch recht kalt, glaube ich. Und auch die besten Spots sind irgendwie besetzt. Ja, und es ist wirklich kühl. Aber es sieht so aus, als hätte niemand mit. Also dieser Spot hat auch schon gute Hechte geliefert. Wir haben hier mal einen sehr, sehr, sehr schönen Hecht gefangen. Der war so giftgrün, der hatte so eine schöne Farbe. Jetzt sind wir zurück auf dem Land. Es ist alles wieder eingepackt im Auto und ja, was kann ich sagen über das erste Mal auf dem Boot? Es hat mir mega Spaß gemacht. Du bist die ganze Zeit auf dem Wasser, unglaubliche Aussicht, ganz überall fischen, wo auch immer du willst. Also das war mega, mega, mega. Es war super. Leider haben wir keine Fische gefangen. Ja. Es waren viele Fischer da und die hatten auch keinen Erfolg. Also, vielleicht sind die Hechte doch nicht so früh unterwegs im April. Wir probieren es zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich sage, du hast es gut gemacht für dein erstes Mal auf dem Boot. Und ja. An diesem Punkt können wir sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.